schon überlegt, mir mal so Monopoly runterzuladen, aber. Moin, da sind wir. Es ist Zeit für die Frage der Woche. Hinter dem Mikro sitzt wie immer Elli. Hallo. Beziehungsweise hinter der Kamera. Und ja, abgekoppelt. Kam ja eigentlich ganz gut an letzte Woche, dass wir das Ganze jetzt getrennt haben vom Journal und dementsprechend bleiben wir dabei auch erstmal. Und wahrscheinlich wird es immer so sein, dass die Frage der Woche, ob es jetzt samstags bleibt, sonntags wird oder so, oder anderer Tag, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich nicht am selben Tag kommt wie das Journal, ganz einfach. Und um einfach auch ein bisschen euch die Chance zu geben, das alles auch irgendwie zu gucken, wenn ihr Lust habt dazu. In jedem Fall, ihr habt wieder ordentlich gefragt, total gut, Dankeschön. Jetzt schon an dieser Stelle die Bitte nach mehr Fragen. Haut rein. Ich finde das total spannend, was ihr so wissen wollt. Und es macht echt Laune, muss ich sagen. Und oder was hast du? Na, auf jeden Fall. Es geht los. Ja, die erste Frage. Mit welchem Spiel kann man eine Gruppe bisher Nichtspieler zur Spielrunde anfixen? Aufbauen, starten, was ist ein Türöffnerspiel? Altersgruppen 50 plus. Ist echt schwer zu sagen, weil wir ganz wenig diese von diesen Spielen spielen. Ganz, ne, ganz einfach. Also wir haben keine Spielrunde, in der wir Gateway-Spiele spielen. Wir haben selber so gut wie keine im Haus. Ich kann nur meine Klassiker nennen. Ne? Also, und früher hat man ja mal gesagt, Spiel des Jahres. Heutzutage wird es Carcassonne vielleicht schon zu schwer oder so. Ich finde einen total guten Door-Opener oder Türöffner Zug um Zug. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Und das andere, was ich... Azul funktioniert gut. Azul finde ich, das Schöne an Azul ist, wenn man Aktuelles jetzt nimmt, ist, dass man dieses Spiel auf verschiedenen Leveln einfach spielen kann. Ne, und trotzdem hat da jeder eine Chance. Also Azul ist wirklich echt ein Spiel für jeden, finde ich. Und das ist also... ich glaube, das ist am ehesten auch das Spiel, das in letzter Zeit erschienen ist, ist ja auch schon ein bisschen her, dass das Zeug hat, ein echter Klassiker zu werden. Also da würde ich mich festlegen. Zug um Zug und Azul. Was sagst du? Ja, ich kenne mich ja mit sowas jetzt nicht so nicht aus. Ich würde zum Beispiel Tavernen im tiefen Tal nehmen. Auch total gut, ja. Ne, weil es ist ansprechend, es sieht schön aus, es ist leicht erklärt, schnell erklärt und hat ein trotzdem so mega Tiefgang. Also man kann viel, ja, und man viel hat, machen so. Und man hat, das stimmt, was du sagst. Und man hat durch die Module die Möglichkeit, das Spiel dann auch, wenn man dann sagt, okay, habt ihr jetzt Bock drauf gekriegt, dann packen wir jetzt das noch da rein. Habt da ein bisschen mehr zu tun. So. Aber man hat immer noch dasselbe Spiel und man hat nicht, man muss den Leuten nicht sagen, so, und jetzt lernen wir das. Und nächste Woche lernen wir das. Und nächste Woche lernen wir das. Da hast du dann unter Umständen die Nichtspieler schon wieder so, geh weg. Also hast du über Wochen vielleicht da werden im tiefen Tal auf dem Tisch, aber immer was dazu, so, ne? So kriegst du als jemand, der Hobby spielt, selber nicht die Schnitz voll von dem Spiel, sag ich mal, dann lass ihn und überforderst die anderen nicht mit ständig neuen Spielen. Tja, gut, ja, guter Punkt. Tolles Spiel auch. Habt ihr die Szenarien der Snowdonia Deluxe Edition schon alle gespielt, beziehungsweise welche habt ihr gespielt und habt ihr einen Favoriten? Wir haben uns leider bisher mit der Snowdonia Deluxe Edition noch gar nicht auseinandergesetzt. Du wolltest gerade was sagen. Nee. Weil, ganz einfach, wir unheimlich viel Zeit erstmal investiert haben, um Alubari zu spielen. Wir haben ganz viel Alubari gespielt in letzter Zeit. Also auch jetzt vor Weihnachten und zwischen Messe und Weihnachten war ganz viel Alubari auf dem Tisch. Weil das einfach so ein heiß erwartetes Spiel war, das einfach jetzt gespielt werden musste. Und auch nicht langweilig wird. Aber Snowdonia wird noch kommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Szenarien da mit drin sind. Alle. Also auch die, also vom Alten sind 1:1. Ja, gut, das haben wir gespielt damals. Genau, also ich kann jetzt nur eben halt vom alten Spiel sagen, Szenarien. Ja. Und ich weiß aber jetzt nicht, wie das heißt. Ja, das war, ich glaube, Gelisch. Das ist schwer auszusprechen. Ja. Das mag vielleicht jemand, wenn das jemand in die Kommentare schreibt, da wäre ich dankbar. Fehlerfrei. Und ja. Ne, das auf jeden Fall. Und also kann ich auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, die Szenarien sind auf jeden Fall wirklich anders als das Grundspiel. Also man hat wirklich eine Varianz. Sie machen was. Sie machen wo was, ich zum Beispiel ja. Lust drauf habe, ist Channel Tunnel 1881. Hätte ich Bock drauf, das mitzuspielen. Ich habe die Möglichkeit, mein erstes 18XX-Spiel zu spielen. Zur Auswahl stehen 1881 oder 1835.
Kannst du eines davon empfehlen oder ist es besser, mit einem anderen zu starten? 1835 und das andere 1881. Was ist 1881? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich kann nicht immer zu jeder, aber gespielt habe ich sie beide nicht. Und ich bin ja auch Noob, was 18XX angeht. Also da können die andere Leute, die auch hier hoffentlich mitlesen, eventuell viel mehr zu sagen. Mir wurde immer gesagt, fang mit 1830 an. Da hast du das, was das Spielsystem im Grunde ausmacht, da bist du drin. Es dauert länger, aber da hast du auf jeden Fall trotz der Hürde, dass du vielleicht auch 10 Stunden dran sitzt, das ist das ideale Einsteigerspiel. Wurde mir ganz oft gesagt. Markus, Heiko. Und was glaube ich so, wenn du ein bisschen Spielzeit nicht ganz so viel haben willst und ist vielleicht 1846 gut? 1862 ist jetzt rausgekommen, Neuauflage bei GMT. Das ist, glaube ich, auch sehr gut. Ist unterwegs hierher sozusagen. Bei England auch. Ja, aber wie gesagt, 1835 hat er nicht gespielt. Würde mich mal reizen. Was ist euer Lieblings-Taschini-Spiel und warum? Das Lieblings-Taschini-Spiel ist... Ja, ich überlege, es ist nicht Marco Polo bei mir. Aber erzähl du zuerst. Ja, wie gesagt, ich müsste jetzt nochmal von dir nochmal so eine... Also Taschini hat gemacht, Marco Polo 1 und 2 war dabei. Er hat gemacht, jetzt ganz aktuell, Trismegistus. Tekenyu, es ist angekündigt, hat noch keiner gespielt, zumindest jetzt hier im Dunstkreis nicht. Teotihuacan, Zolkin, Konzil der Vier, hab ich noch was vergessen? Ich glaube, Konzil der Vier habe ich das gespielt. Ja, das ist dieses relativ einfache, wo du diese Ketten in die Städte baust und hast du so eine Farbcodes auf so Bänken. Wo du was? Siehst, hast du verdrängt, haben wir live gespielt. Das ist im Vergleich das Einfachste. Ich lege mich fest auf Zolkin. Ich finde Zolkin dicht gefolgt von Theo und Trismegistus sind einfach noch nicht genug Spiele auf dem Buckel hier im Haus, um da aufzuschließen, glaube ich. Aber ich glaube, ich finde die beiden besser als Trismegistus. Ja, Trismegistus habe ich auch noch nicht gespielt. Zolkin ist es ganz einfach wegen des... Ja, und Zolkin... Aber nur mit Erweiterung. Zolkin mit Erweiterung. Nehmen wir uns fest. Also, da sind wir sogar einer Meinung. Zolkin mit Erweiterung ist sein bestes Spiel. Weil dieser Radmechanismus einfach geil ist. Ja, das macht Spaß. Ne? Das macht wirklich Spaß. Ich finde Theo auch cool, aber Zolkin macht das Quäntchen cooler. Ja, vielleicht aber auch mitgefolgt von Nostalgie. So, ja, das kommt noch dazu. Zolkin, auch der Abend, als wir das erste Mal die Erweiterung gespielt haben, war cool. Und da hängt eine Menge dran, das stimmt. Na, und Theo hat zum Beispiel 2018 in die Dreierliste geschafft. Katz? Ich glaube, 2 war es, ne? Ich glaube. Ja. Trismegistus hat es nicht geschafft. Ich glaube aber auch, Theo gefällt mir unterm Strich besser. Aber hat die, glaube ich, schon gesagt. Was war, ist euer erstes gekauftes Spiel im Jahr 2020? Geliefert oder gekauft? Aber gekauft, ich habe bisher erst bestellt. Es ist noch nicht da, es geht jetzt die Tage in die Post. Und zwar GMT, Nevsky und 1862. Ich freue mich. Und das sind auch gleichzeitig Ellis erst gekauften Spiele. Und Ellie freut sich mindestens auch auf 1862. Weil England. Tram Race, Lignum, Be Lives. Welches, genau. Welches von diesen Peilspielen interessiert euch am meisten? Interessieren alle, weil sonst hätten wir uns nicht angeschaut. Interessiert mich nicht. Ja, also Ellie, genau, Ellie nicht Beelives, weil zu wargaming, sagte sie, ne? Zu ja. Genau. Was sagst du noch? Tram Race, da müsste ich jetzt ein Bild sehen. Tram Race ist das... Hört sich aber nach Zug an. Straßenbahn. Tram. Straßenbahn, ja. In Small City. Ja, okay. Gunnar, von dem ja auch diese Frage kommt, sagt, das ist besser als Age of Steam. Das sind große Worte. Das ist... also er findet es besser als Age of Steam. Und Lignum ist ein klassisches, thematisches Heavy Euro. Liegt schon seit ein paar Jahren hier, bei dem du Holzfäller bist. Hm. Ellie sagt zuerst. Ich denke dann eher Lignum. Also die Reihenfolge wäre Lignum, Tramways, Billy Lives. Ja, tatsächlich. Bei mir wird es Tramways, Lignum, Beelives. Aber Beelives kommt demnächst, weil ganz viel. Aber habe ich auch Bock drauf. Das ist eine fiese Frage. Ich mag die alle. Also, sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Das sind alle. Aber am liebsten Tramways. So. Hasse das. Habt ihr auch schon einen Blick auf die kommenden Spielwarenmesse geworfen? Nee, noch gar nicht so. Die Skandi das macht. mit einem Auge, ne? Aber weil ganz
viel ist für uns meist nicht dabei. Danke, Scully. Also ganz viel ist für uns meist nicht dabei. Ich fand es interessant, dass dieses Mystery House, was wir von Kranio haben, dass das auf Deutsch kommt bei Schmidt. Aber in der Regel, also bisher noch nichts gefunden, wo ich sage, jo. Du? Ist dir was untergekommen? Nee, bisher noch nicht. Nee. Was kommt außer Neuauflage von JC und Infamous Traffic und Erweiterung zu Root noch von Cold World in naher Zukunft? John Kamp- ich meine, etwas über ein neues Projekt gehört zu haben. Weißt du mehr? Oath. Oath, das hatten wir am Freitag im Journal. Und Oath kommt am 14. und am 27. Ich kriege jetzt hier gerade zwei Kickstarter durch. Einer startet am 14. einer am 27. Januar, glaube ich sogar beide. Und das kommt aber nicht bei Verlegic, sondern das kommt hier bei seinem Verein, wo er arbeitet, Leda Games, die ja Vast gemacht haben, Root gemacht haben. Und da kommt Oath. Und Oath ist ja, ja, was ist Oath eigentlich? Ne, so richtig, das ist auch ein kartengesteuertes Spiel. Es ist Legacy, aber auch wieder nicht Legacy. Es soll so einen Legacy-Modus haben, dass du es mit einer wechselnden Gruppe spielen kannst. Er hat geschrieben, du kannst es 7 Tage oder 6 Tage die Woche solo spielen. Und das Spiel geht immer irgendwie ein bisschen weiter. Also diese History des Landes ändert sich so dadurch. So. Das ist cool. Aber du kannst am 7. Tag dann deine Spielgruppe einladen und du spielst genau da weiter, wo du solo aufgehört hast. Und niemand hat das Gefühl, er hätte was verpasst. Klingt nach einem... und es hat irgendwelche Elemente, sagte er, die er als schräg bezeichnet hat, glaube ich. Aber er sagte, wer die schrägen Elemente aus seinen vorigen Spielen mag, der mag das auch. Ich freue mich darauf. Also Oath finde ich total spannend. Und weiß noch nicht so hundertprozentig, was mich da genau erwartet. Aber es gibt da ja schon einige Infos, also einige Videos. Aber es ist so ein Spiel, wo ich mich fast am liebsten überraschen werfen möchte. Mal schauen. Wer kickstartet Oath? Wer macht da mit? Erzählt. Wenn es viele sind, mache ich da vielleicht auch mit. Also Ellie macht auch bestimmt. Ellie möchte bestimmt einen Oath haben. Sie nehmen. Welches Brettspielthema findet ihr am spannendsten? Welche geschichtliche Zeit? Wohin würdet ihr gerne mal eine Zeitreise machen? Ja, also Brettspiel. Soll ich mal anfangen mit Brettspielthema? Ich finde Themen immer gut, wenn sie sich ein bisschen abheben. So, ne? Also ich finde jetzt, sag ich mal, ich spiele gerade bei Euros ja eigentlich alles. Das ist mir eigentlich auch wurscht. Aber ich finde es schön, wenn sie da mal so ein anderes Thema kriegen. Ich finde Klinik total interessant jetzt. Ne? Ich finde City Building total gut. Ich mag aber auch, Korn anbauen und Käse machen irgendwie, ja. Aber da gibt es halt 100.000 Spiele. Oder Renaissance und so. Ja, gibt es halt tausende Spiele. Deswegen so ein bisschen rausstechen darf das Thema. Es darf ruhig ein bisschen ernsteres Thema sein, finde ich. Das war erstmal zum Thema. Bei dir? Ja, Thema am liebsten Fantasy und wenn eben halt Bogenschützen da mitspielen. Elfen mit Scharfschützenfähigkeiten. Feuerbälle. Ein hochkomplexes Fantasy-Euro. Mit Wirtschaftselementen und Klinikmanagement. Aber sowas, ne? Also, ja, das ist so das. Welche Zeit würdest du dich gerne versetzen lassen, wenn du könntest? Weit zurück oder nicht so weit? Ja, ist es also, dasselbe? Welche geschichtliche Zeit? Wohin würdet ihr gerne mal eine Zeitreise machen? Also, das nehme ich jetzt zusammen. Ja. Also, ich denke tatsächlich dann ins viktorianische England. England. Bis mit dem Schlamm laufen in London und husten. Genau. Ja. Ja, ich glaube auch. Das viktorianische England. Oder bisschen, ja, es gibt ja auch außerhalb. Es gibt ja auch außerhalb, genau. Oder wir sind früher, sogar eine frühe Neuzeit. Die finde ich auch interessant. Die hat mir erst irgendwie so, die fand ich zuerst nicht so pralle, die Zeit, aber an der Uni habe ich da total Bock drauf gekriegt, auf diese frühe Neuzeit und bin da irgendwie hängen geblieben. Fand ich echt spannend. Ja, das ist so die Zeit so. Und auch am liebsten nach England. Ja, das war es auch schon. Das war's schon. Wir sind durch. Haut rein, jetzt seid ihr dran. Irgendwie. Ich möchte wissen, wie diese Snowdonia-Bahn heißt. Und ich möchte wissen, was eure Fragen der Woche für die nächste Woche sind. Wir sind froh, dass es immer noch so viel ist. Und auch wenn man jetzt denkt, irgendwie, das war es auch schon, was Ellie sagte. Wir hatten nicht gedacht, dass es überhaupt so viele jetzt noch sind. Ja. Na, und deswegen sind wir total happy. Absolut happy und freuen uns, wenn das so bleibt. Ah, wir haben noch eine zum Schluss. Ach. Mit den Apps. Ja, von der letzten Woche. Da war noch was. Das müssen wir mal korrigieren.
da war noch was. Und zwar in der letzten Woche war, da ging es um Brettspielumsetzung. Und da wurde, im Kopf hatte die Fragestellerin, glaube ich, dann Apps in erster Linie. Und da können wir ganz wenig zu sagen. Ich habe ganz wenig Brettspiel-Apps gespielt, weil ich spiele die Dinger in der Regel nicht. Ich denke auch bei Computerspielen. Ich habe tatsächlich ein paar drauf. Also auf meinem Tablet. Ja, also ich spiele ab und zu mal Zug um Zug. Also ich habe Talisman. Habe ich auch drauf. Was hast du drauf? Talisman. Aus dem Grund, weil Chris es nicht mit mir spielt. Die haben sie auch gar nicht. Und ich finde es nicht. Ja, es ist Gewürfel. Ja. Fantasy-Mensch ärgerlich nicht. Ja, man rennt immer im Kreis und setzt Felder zurück, setzt Felder vor, aber ich mag's. Es sieht gut aus und man hat da seine Fähigkeiten, die man so aufboostet, so ein bisschen. Und also mir gefällt's. Und man muss natürlich gut gerüstet sein für den Endboss, wenn man dann in das Mittelding reingeht. Also ich mag das. Siedler spiele ich ab und zu mal so nebenher. Carcassonne. Und was ich unheimlich gerne mag, ist Patchwork. Das geht schnell. Das ist immer so für zwischendurch mal eben so. Patchwork sagt, das ist auch super, die App. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon öfter gespielt, die App, ja. Ja, es gibt echt gute Brettspiel-Apps, aber in der Regel spiele ich Brettspiele lieber am Tisch. Wenn ich dann irgendwie. Und deswegen denke ich auch ganz oft nicht, wenn jemand sagt Computerspiele oder überhaupt so kommen, denke ich ganz selten an Brettspiel-Apps. Die habe ich zu dem Thema nie auf dem Schirm. Du? Nee, so gar nicht. Man guckt da, weil die normalen Apps, mit denen komme ich einfach nicht klar. Und das heißt nicht klar, also das. Ich spiele ja gerne schon mal so diese Bubble-Spiele, aber irgendwie funktionieren die alle nicht so. Candy Crush. Ne? Und dann dieses andauernd irgendwie irgendwas Geld zu bezahlen, diese Micro-Dinger, das ist auch nicht mein Ding. Und irgendwann kommt man dann auch nicht mehr weiter, weil man nämlich dann diese Micro-Coins da bezahlen muss und hast du nicht gesehen. Also das ist ja schon mal ganz weg. Ja. Und das wären so die einzigsten Sachen. Also ich habe auch schon mal hier und da schon überlegt, mir mal so ein Monopoly runterzuladen. Aber da habe ich dann gedacht, nee. Ganz einfach aus nostalgischen Gründen, weil ich auf der PlayStation 2 damals wie heißt Risiko, und ich glaube, da gab es auch ein Monopoly. Ja, und stimmt. Irgendwann ist man dann durch. Irgendwann ist dann die Luft raus. Da kann man nicht. Das ist so. Aber Patchwork kann ich empfehlen. Talisman auch. Macht Spaß. Das machen sie. Jo, jetzt sind wir durch mit Fragen der Woche. Wenn wir was übersehen haben, fragt nochmal. Vielleicht kommen wir selber drauf, aber fühlt euch nie übergangen. Es ist immer nur, dass wir einfach drüber weggeschleudert sind jetzt. Deswegen haut es nochmal rein für die nächste Woche. Wenn ihr andere Fragen habt, haut nochmal rein für die nächste Woche. Wir freuen uns echt über alles. Wir antworten gerne. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und sagen an dieser Stelle tschüss. Tschüss.